Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nach dem Auftritt des SPD-Fraktionsvorsitzenden bin ich schon ziemlich entsetzt. Ich will ganz klar sagen, so viel Heuchelei habe ich noch nie in diesem Plenum erlebt. Mit welcher Theatralik man hier erst sein Bedauern ausdrückt und wie sanft man dann sofort in die Atomdebatte übergleitet, meine Damen und Herren, es wird dem Opfern und dem Leid, das Japan erfahren hat, mit Sicherheit nicht gerecht. Der Debattentitel ist ja Entlarven der SPD. Kein Wort von den Opfern, die japanische Tragödie wird nahtlos an den Atomausstieg, an Wahlprogramm verknüpft. Ich habe, meine Damen und Herren, relativ wenig Verständnis für die Hysterie und die Angst, die hier gemacht wird, und dafür, dass man diese Hysterie und Angstwelle jetzt auch hier nach Sachsen tragen will. Schauen wir doch uns mal die Fakten an. Am 11. März wurde Japan hart getroffen. Wahrscheinlich sind bei dieser Katastrophe 20.000 Menschen umgekommen. Das ist eine Kleinstadt. Umgekommen durch ein Erdbeben und durch einen Tsunami, nicht durch einen Nuklearunfall. Und was passiert in Deutschland? Wenige Stunden nach dieser Katastrophe beginnt man hier, das Wahlprogramm zu zücken und eine Debatte über Restlaufzeiten anzuzetteln. Genau in diesen Stunden kämpft man im Nordosten Japan ums Überleben. Dort liegen Leute unter Trümmern, warten auf Hilfe, hoffen, dass die internationale Gemeinschaft hilft. Und hier hat man nichts Besseres zu tun, als über Restlaufzeiten zu diskutieren. Ich finde das schäbig, meine Damen und Herren. Und ich habe null Verständnis für die politische Instrumentalisierung dieser Debatte. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Jetzt nicht. Ja, man sollte die Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen. Und ja, man sollte diskutieren, welche Folgen aus den Erfahrungen Japans zu ziehen sind. Aber ich sage ganz klar, es ist unverantwortlich, Hysterie und Panikmache zu befeuern. Gestatten Sie jetzt eine Zwischenfrage. Bitte, Kollege Gerstenberg. Herr Kollege Herbst, ich frage Sie, haben Sie überhaupt die Nachrichten in den letzten 8 Tagen verfolgt? Haben Sie mitbekommen, dass die Menschen in Japan, die den Tsunami überlebt haben, die das Erdbeben überlebt haben, jetzt von einer Furcht besetzt sind? Was ist mit unseren Lebensmitteln, die belastet sind? Was ist mit unserem Trinkwasser? Wie sollen wir mit dieser Gefahr, mit dieser menschengeschaffenen Gefahr, die nach der Naturkatastrophe jetzt auf uns zukommt, umgehen? Haben Sie das überhaupt mitbekommen? Sehr geehrter Herr Gerstenberg, ich habe das in der Tat mitbekommen. Ich habe auch mitbekommen, wie in Japan zum Teil die Diskussion, die hier in Deutschland auch medial geführt wird, in Wirklichkeit wahrgenommen wird. Ich möchte Ihnen etwas vorlesen von einem deutschen Fotografen, der in Japan lebt, seit Jahren im Großraum Tokio. Wenn ich der Berichterstattung im Ausland und insbesondere in Deutschland folge, ist von der Zerstörung und von den Opfern fast nicht die Rede. Alles dreht sich nur noch um das Atomkraftwerk Fukushima. Dabei werden im Norden des Landes Zehntausende vermisst, Tausende Überlebende hatten tagelang weder Wasser noch Lebensmittel bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und jetzt auch noch Schnee. Natürlich machen uns die Zustände in dem Atomkraftwerk Sorgen, aber die eigentliche Katastrophe für das Land ist der Tsunami und nicht das AKW. Und ich glaube, meine Damen und Herren, diese Augenzeugenbeschreibung sagt alles. Diese Diskussion, die hier stattfindet, meine Damen und Herren, die in vielen anderen europäischen Ländern ganz anders stattfindet, sollte uns zu denken geben. Und mittlerweile, auch wenn es vielleicht etwas flapsig wirkt, muss ich sagen, mir macht die Hitzeentwicklung in den Reaktoren mittlerweile fast weniger Sorgen als die Hitzeentwicklung in den Köpfen mancher Politiker. Wissen Sie, wenn ich sehe, dass in einem kuscheligen Ort in Baden-Württemberg Schilder hochgehalten werden, Fukushima ist überall. Ich finde das so abartig. Wissen Sie, was eigentlich in Fukushima, was in der Region dort ist? Dort frieren Menschen, weil sie keinen Strom haben. Dort hungern Menschen, weil sie keine Lebensmittel haben. Dort haben Menschen alles verloren.
Und hier wird demonstriert, ein Schild hochgehalten, man setzt sich ins warme Haus und isst sein Mittagessen. Ich glaube, hier hat man keine Spür dafür, was tatsächlich in Japan die Menschen spüren. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Kollege Herbst? Ja. Bitte, Frau Kollegin Stange. Herr Herbst, ist Ihnen bekannt, dass noch heute Opfer an den Atombomben, an den Folgen der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki sterben, dass die Langzeitwirkung der Atombombenabwürfe und genauso der Folgen des AKWs über die Zerstörung von Häusern und über das Fehlen von Wasser hinausgehen? Ich finde es ziemlich unredlich, dass Sie hier eine Verknüpfung mit einem Atombombenabwurf und der friedlichen Nutzung der Kernkraft machen. Ich werde Ihre Frage deshalb auch nicht weiter beantworten. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir sollten eine Debatte führen, die den Respekt vor dieser schlimmen Naturkatastrophe in Japan ausdrückt, mit immerhin 20.000 Opfern, mit unendlichem menschlichem Leid, mit unendlicher Zerstörung. Und wir sollten einen kühlen Kopf bewahren bei all den Punkten, mit denen wir aus Japan lernen könnten, aber nicht in Panik und Hysterie verfallen, denn das ist genau das Falsche. Das sind die falschen Lehren, die wir aus Japan ziehen. Das verdienen die Opfer und das verdient diese Tragödie nicht.